Servus, meine Damen und Herren. Servus, Jeppo. Es gab ein Update. Wir hoffen, dass es noch funktioniert. Dass es überhaupt noch läuft. Ah. Oh, ist ein bisschen schnell. Warte mal. Ich habe eine neue Maus. Ich teste gerade eine neue Maus. Oh ja, so ist besser. Mal gucken. Ah, okay. Spiel funktioniert zum Beispiel schon mal. Warte mal, ich muss mal die alte Maus nehmen. Ja. Ah, deswegen. Ich habe unterschiedliche DPIs. Für Höhe und... Wir müssen doch mal dahin. Ich habe gestern vom Schiff geredet. Gerade poppt's auf. Ein Flussschiff mit Handelswaren von der fernen Halbinsel Point Lookout hat an der Mündung des Potomac angelegt. Der Kapitän bietet Söldnern jedem Söldner, Schatzsucher und Abenteurer, der das neue Land erkunden will, eine Passage nach Point Lookout. Ja, super. Nach Pitt. Es gibt Berichte über einen neuen Funkspruch, der im Ödland der Hauptstadt ausgestrahlt wird. Es scheint sich bei der Übertragung um eine Art Notruf zu handeln, bei dem abgesehen von dem Standort und dem Namen des Senders nur sehr wenige Informationen übermittelt werden. Was haben wir denn hier jetzt? Was haben wir denn hier alles entdeckt? So, gestern wussten wir nicht weiter. Es ist eigentlich total... Mothership Zeta. Im Ödland der Hauptstadt wird ein neues Funksignal angefangen. Kommen jetzt erst die Add-ons richtig rein? Wie gesagt, es gab gestern das Update. Was ist hier los? Können wir weitermachen? Oder kommt noch was? Ich glaube, das sind die DLCs, ne? Okay. Also, es gibt einen Weg, den haben wir gestern nicht weiter geschritten. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Da nicht. Da hinten. Habe ich gar nicht gesehen, dass es hier eigentlich... Ich bin reingelaufen, wir wollten uns das angucken, aber wir sind nicht weitergelaufen, weil hier geht es nämlich jetzt hoch. Ich muss die DPIs verstellen, ja. Ein Zappel-Philipp! Ich muss erst die alte Maus nehmen. Geht noch nicht. Neue Maus mag mich noch nicht. Nein, ich mag die neue Maus noch nicht. So. Aber das kriegen wir alles hin. So, Waffen. Chinesisches Sturmgewehr. Das reparieren wir. Können wir nicht. Schade. Können wir denn jetzt den Halshammer reparieren? Halshammer, ja. Abbrechen geht auch nicht. Aber egal, wir laufen weiter. Oh. Oh. Ja. Schönen guten Tag. Juhu. Hat er sich hinter dem Fleisch versteckt?
Er ist abgehauen. Komm, 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 komm. Mist. Verstümmelter Arm ist uninteressant. Der ist zu weit weg. Komm, wo bist du? Fort ist er. Ich höre dich links. Ah, noch jemand. Schönen guten Tag. Brauch den Hammer. So langsam geht auch unsere Waffe kaputt. Immer noch nicht. Okay, einen Hammer können wir wegschmeißen. Der ist nämlich zu kaputt. Das nützt uns nämlich nichts. Nutzen können wir sie eh nicht. Ach ja. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Na gut. Karte. Hallo, ist da ja. Nehmen wir mitten in die Fresse rein. Items, Hilfe. Sehr gut. Oh! Zurück, 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 zurück. Jedes Mal dasselbe, wenn ich rede. Ja, Lackierpistole. Keiner braucht eine Lackierpistole. Oder wir brauchen sie später. Ich habe keine Ahnung. Mikrofusionszelle. Wie schwer sind die? Okay, nicht schwer. Ah ja. Was ist eine Gaffel? Ein Löffel und eine Gabel. Eine Gaffel. Ist so schön. Da würde ich gerne reingehen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht rein. Schade. Wo stehen wir denn davor? Passiert eh nichts. Okay. Ist eh leer. Geil. Auch jemand ein Buttermesser. Bisschen Butter bei die Fische.
Headshot. Bist du ein Vieh? Alles klar. Polizeiknüppel. Liegt da Ruffi auf dem Tisch? Das sieht fast so aus. Da ist nix. Oh, ist aber offen. Okay. Das ist ein geiler Kampf. Yep. Ein geiler Kampf war das. Richtig. Terminal des ärztlichen Leiters von Vault 87. War doch nicht so gut, was sie machen. Sie! Sie da drüben! Bitte, reden Sie mit mir! Ich bin in dem Raum links von Ihnen. Verwenden Sie die Sprechanlage neben dem Fenster. Das kann nicht sein! Ein echter Mensch? Das kann nicht sein! Was sehe ich da? Einen richtigen, reinen Menschen. Herrje, geht es nicht ohne diesen vulgären Ausdruck? Sicher kam ich in den FEV-Kammern zur Welt, aber ein Supermutant bin ich nicht. Ich bevorzuge die Bezeichnung Metamensch. Passt besser zu mir, oder? Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Fox. Es stammt von einem historischen Eintrag im Computer. Der Name kommt von einem Mann, der gewillt war, für seine Sache zu kämpfen und zu sterben. Ich hatte das Gefühl, dass es im Hinblick auf meine Lage angemessen war. Ich bin gefangen, weil ich ein seltenes Exemplar bin. Die wissen nicht, warum ich anders bin als sie. Und ich glaube,
Das fasziniert sie. Alle abgeschlossenen Räume im medizinischen Flügel enthalten die Ergebnisse ihrer fehlgeschlagenen Experimente. Vielleicht. Ich nehme an, es geht um das GEEK. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, wo es ist. Und was am allerwichtigsten ist, ich weiß, wie man es bekommt. Nicht so schnell. Quid pro quo. Wenn ich meine Hilfe anbiete, erwarte ich eine Gegenleistung. Sie holen mich aus diesem Gefängnis heraus. Im Gegenzug besorge ich Ihnen persönlich das GEEK und bringe es Ihnen. Die Kammer, in der das GEEK aufbewahrt wird, ist dermaßen verstrahlt, dass ein menschliches Wesen keine Minute darin überleben würde. Ich hingegen habe von meinen Mitmetamenschen überraschenderweise eine ziemlich nützliche Eigenschaft geerbt. Ich bin höchst strahlenresistent. Wenn Sie mich hier rauslassen, serviere ich Ihnen das GEEK auf dem Silbertablett. Schwierig. Dafür gibt es keine Garantie. Mein Wort muss genügen. Ich habe ja bereits geholfen, indem ich sie vor der Strahlung gewarnt habe. Das sollte als Beweis meiner guten Absichten genügen. Also, was meinen Sie? Okay, wir sind im Geschäft. Schön zu sehen, dass ich es mit einem vernünftigen Menschen zu tun habe. Und jetzt lassen Sie mich bitte hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Weißt du, was das GEEK genau macht? Sag mir, wie ich dich hier aus diesem... Ich muss jetzt los. Wir können uns darüber später noch unterhalten. Okay. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, diese Tür zu öffnen. Am Ende des rechts gelegenen Korridors befindet sich ein Wartungsraum. Im Inneren finden Sie die Brandschutzkonsole für den medizinischen Bereich. Lösen Sie dort den Alarm aus, damit ich entkommen kann. Aber Vorsicht! Durch das Auslösen der Konsole wird ein Notprogramm aktiviert, das alle Genesungsräume im medizinischen Bereich öffnet. Ich bleibe hier, bis der Weg frei ist. Bitte Vorsicht! Einige dieser fehlgeschlagenen Experimente sind wirklich gefährlich. Alles klar! Ich hoffe, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden. Okay, das haben wir. F5. Wir machen aber... Wir sind ja noch lang... Nein, so schnell nicht. So schnell nicht. So schnell nicht. Testkammer 3. Okay. War denn der andere? War der noch mal da vorne? Ja, da ist er doch. Lootet nur mit Befugnis.
Okay. Viel ist hier ja nicht, ne? Er sagt, wir sollen da hinten die nehmen. Aber irgendwie habe ich Bock, da hinzugehen. Also wie immer. Kommt gleich wieder. Ah, wir brauchen einen Schlüssel eigentlich. Oh. Viel zu kaputt. Das ist doch ein Ausgang in ein anderes Vault. Manchmal denkst du dir echt, was machen die hier den ganzen Tag? Rumlungern, rumlaufen, damit sie irgendwas finden. Genauso wie ich. Achso. Ist das überhaupt sinnig, was ich hier gerade mache? Achso. Oh nein. Die Strahlenkammer wird nicht versiegelt.
Der war böse. Der war böse. Der hat immer richtig reingeknallt gerade. Okay, da können wir nicht rein. Das macht aber nichts. Das ist ja genau das, was wir jetzt machen sollen. Da ist die Strahlenkammer. Alles klar. Deswegen ist es hier so grün und da muss er rein. Gut, wir haben jetzt hier schon mal alles so weit wie möglich aufgeräumt. Naja, aufgeräumt, übertrieben gesagt. Das war schwer, genau. Schlüssel. Der Computer ist offline. So, er steht da noch, das ist gut. Na? Ah, da ist noch jemand. Steht schon an der Tür bereit. Oh! Da kommt jemand. Zwei. Irgendwas? Ja! Hab ich dich! Wenn ich jetzt hier nicht speichern, könnte es durchaus möglich sein, dass gleich Bzzz macht. Wir probieren es. Okay, verschlossen. Hat er da? Ach, das ist die Brandschutzkonsole. Ja, alles klar. Gut, gleich. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich wollte nochmal hier mit dem reden, aber das kann ich gar nicht. Wer bist du? Okay, den kriege ich hin. Den kriegen wir auch hin. Denn am besten für eine Waffe da dafür? Maschinenpistole? Gewehr? Holzhammer? Lasergewehr? Splittergranate? 38. Wir nehmen das chinesische Gewehr. Wir probieren das aus. F5, ab an die Konsole. Sie haben auf der Brandschutzkonsole des medizinischen Flügels von Vault 87 zugegriffen. Nach Einschalten kann der Feueralarm nicht mehr deaktiviert werden. Alarma! Die Türen sind auf. Na du? Oh! Der kümmert sich darum. Alles klar. Kannst du mal da reingucken? Okay, wir finden nichts. So, er hier. Sid. Sid ist einfach nur Sid.
Es scheint, als ob die hier schon früher gestorben sind. Okay, Digga. Oh shit, oh shit. Endlich! Die Freiheit! Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon im Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang. Alles klar. Komm gleich. Okay, er hat echt auch nichts in seinem Zimmer drin. Er hat einen Vault-Anzug an. Okay, die Schuhe sind mitgewachsen, der Anzug nicht. Okay, ich gehe allein weiter. Hinter dieser Tür sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Einige meiner etwas eher unterbelichteten Artgenossen könnten auf uns aufmerksam werden. Okay. Deswegen machst du die Tür zu. Er hat den Koffer. Das GEEK. Unser Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Hier ist das GEEK, wie versprochen. Ich hoffe, es ist das Ganze wert. Nun, ich fürchte, unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon raus. Keine Sorge.
Vielleicht sehen wir uns wieder. Irgendwo im Ödland. Alles klar. Ja, was gibt's? Tut mir leid. Ich fürchte, Supermutanten sind in ihrer Welt nicht sehr willkommen. Ich denke Metamenschen. Ich würde wahrscheinlich nur unnötiges Aufsehen erregen und uns beide in den Tod führen. Viel Glück! Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns irgendwann einmal wiedersehen. Ja, das glaube ich auch. So, wir sollen jetzt ausbrechen. Okay, wir haben hier neue Sachen gekriegt, sehe ich gerade. Wir sollen jetzt hier wieder ausbrechen. Das heißt also komplett zurück. Living Quarters. Okay. Ausbrechen ist eigentlich doof gesagt, oder? Eigentlich wieder nur zurückgehen. Yep. Aber... Was ist dieses GEK überhaupt? Ziel gesichert, Sir. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEK vollständig gesichert an Bord meines Vertibirds ist. Jawohl. Ich werde die Techniker anweisen, herunterzukommen und das Gerät sofort zu entfernen. Ist er auch sicher unverletzt? Ja, Sir. Er wird in Kürze die Besinnung verlieren, aber wir können ihn wiederbeleben. Sehr gut. Er soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Sofort, Sir. Mhm. So, Sie sind also wach. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter. Und zwar sofort. Stimmt irgendwas nicht. Sie haben den falschen. Glauben Sie wirklich, dass ich so dumm bin? Ich weiß genau, dass Sie dort waren. Ich habe Sie nämlich gesehen. Sie sind in ernsten Schwierigkeiten. Sie haben die Vereinigten Staaten verraten. Sie wissen doch, was mit Verrätern passiert, oder? Wenn Sie mir jetzt den Code geben, können wir Ihnen vielleicht ein Angebot machen. Aber Sie sollten jetzt besser anfangen zu reden. Wollen Sie unbedingt den Code haben? Sie wissen doch genau Bescheid. Ohne Code können wir den Aufbereiter nicht aktivieren. Und je länger er aus ist, umso mehr müssen die Leute leiden. Jetzt reißt mir aber der Geduldsfaden. Ich will diesen Code. Und zwar jetzt. Wissen wir den Code? Nee, ne? Lüge! Colonel! Ich brauche Sie. Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Ja, Sir.
entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter vier Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollten. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Ah, das heißt, die Suche nach dem Garten Eden ist nicht wahr. Ist nicht wahr. So, was haben wir denn hier noch? Gesetzesbringer. Wenn Sie dieses extra haben, finden Sie sich an Leichen böse Figuren. Was? Befindet sich an Leichen böse Figuren, die Sie töten, ein Finger, den Sie für Kronkorken und positives Karma verkaufen können? Alter. Wenn Sie dieses extra Auftragskiller besitzen, befindet sich an jeder guten Figur, die Sie töten, ein Ohr. Dieses kann an die durch das extra preisgegebene Person gegen Kronkorken und negatives Karma. Alter. Mit dem extra Apotheker erhält die Wirkung aller Medikamente, die sie annehmen, doppelt so lange. Mit der Eigenschaft Armadium-Skelett erleiden ihre Körperteile nur noch 50% des sonstigen Schadens. Ja, das nehmen wir. Der amerikanische Traum. Aufgabe hinzugefügt. Sonst noch was? Dann speichern wir mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War schön, war geil. Und wir werden gleich beim Präsidenten sein. Und zwar morgen. In der Mittagspause. Mahlzeit. Schön in die Schüssel geknallt. Dankeschön. Tschüsschen!